In dem heutigen Video möchte ich euch das Warzone Fortune Keep Drachen Easter Egg zeigen, und zwar könnt ihr bei dem diese Tarnung freischalten und diese könnt ihr dann auf all eure Waffen ausrüsten. Als allererstes müsst ihr hier zum Lighthouse gehen und dort befindet sich ein Gaskanister, Leute. Diese müsst ihr finden. Es gibt total 6 Locations, wo ihr den finden könnt und das ändert sich halt jede Runde. Ich habe euch die Locations mal hier markiert und den Link zu dieser Karte packe ich auch in die Videobeschreibung und könnt ihr gern auch mal abchecken. So, wenn ihr dann beim Lighthouse seid, dann müsst ihr halt den Kanister finden. Bei mir war es diesmal in dieser Location und dann müsst ihr komplett hoch auf dem Turm und hier sind eine Menge Gegner, Leute. Falls ihr down gehen solltet, wird dieser Kanister aus eurem Inventar gedroppt, aber ihr könnt wieder dorthin gehen, wo ihr gestorben seid und ihn aufheben. Wenn ihr den Kanister dann habt, dann müsst ihr den hier in diesen Generator platzieren, dann könnt ihr hier an diesen Schaltpult auf Starten und Stoppen drücken. Ihr drückt jetzt einmal auf Starten und oben bewegt sich ein Licht, Leute. Und ihr müsst diesen Generator wieder stoppen, sobald das Licht auf dieser markierten Stelle ist. Und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, erkennt ihr das daran, dass ihr hier nicht mehr interagieren könnt. Jetzt kommen wir zu Schritt 2. Und zwar müssen wir diesen Lichtstrahl, der vom Leuchtturm ausgestoßen wird, umlenken mit diversen Spiegeln. Und zwar befindet sich die erste Location hier links vom Lighthouse. Wenn ihr hier hinfliegt an der Seite, dann werdet ihr sehen, da ist sowas wie ein Fernrohr. Dagegen müsst ihr einmal schlagen und das droppt euch dann einen Spiegel. Und diesen Spiegel müsst ihr jetzt platzieren. Dazu geht ihr einfach hier hoch und geht hier oben aufs Dach. Ich muss jetzt warten, weil da ist ein Gegner. Wenn die Luft dann rein ist, dann könnt ihr hier hoch und hier mit diesen Dingen könnt ihr dann interagieren und den Spiegel platzieren. Jetzt werdet ihr sehen, dass dieser Lichtstrahl auch umgelenkt wird und jetzt müssen wir zur zweiten Location. Und zwar hierhin. Diese befindet sich links von Winery und zwar ist dort auch so ein Teil, so ein Fernglas. Da müsst ihr den wieder zerschlagen, den Spiegel aufheben. Danach lauft ihr links entlang und hier könnt ihr nämlich an der Wand hochklettern. Ihr klettert die erste Wand hoch, danach die zweite Wand und oben auf dem Dach müsst ihr dann diesen Spiegel platzieren. Und zwar hier rechts. Ihr werdet sehen, wenn ihr da dran geht, könnt ihr da interagieren. Und jetzt kommen wir zu Location Nummer 3. Diese befindet sich bei den Terrassen und zwar müsst ihr hier hinfliegen. Dort befindet sich wieder so ein Fernglas, diesen müsst ihr erneut zerschlagen. Ihr hebt den Spiegel auf und jetzt müsst ihr hier in die Mitte zum Haupthaus. Hier müsst ihr aufs Dach und irgendwo hier drinnen befindet sich auch eine Zipline. Damit könnt ihr euch bis auf den Dach da hochziehen. Und wenn ihr auf dem Dach seid, dann könnt ihr den hier interagieren. Und wenn ihr dann alles richtig gemacht habt, dann seht ihr ein riesen Feuerwerk und da steht der Drache, regt sich. So, nach dieser ganzen Animation wird dann der Erfolg kommen, dass ihr die Tarnung freigeschaltet habt und ihr könnt sie nun auf all euren Waffen ausrüsten. Das war's dann mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, Leute, lasst doch ein Like da und schreibt mir die Kommentare. Und wenn du in Zukunft nichts mehr verpassen willst, dann kannst du jetzt ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, damit du immer auf dem neuesten Stand bleibst. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.